Soll doch keiner sagen, dass sich die Dinge an der Börse nicht wiederholen, meine Damen und Herren. Wir erleben immer wieder das gleiche Spiel. Jetzt erleben wir eine Bärenmarkt-Rallye und die Dickfische an der Wall Street, die großen Häuser, die wirklich das große Geld bewegen, erzählen den Privatinvestoren, guckst du, der Bärenmarkt ist vorbei. Jetzt wird alles wieder gut. Wir haben einen neuen Bullenmarkt und dann steigen die Privatinvestoren ein zu den überhöhten Kursen. Und bums, kommen die Kurse wieder runter. Die Dickfische wiederum haben ihre eigenen Aktien den Privatinvestoren teuer verkauft und warten dann wieder auf bessere Einstiege. Und die kommen dann, wenn die Privatinvestoren ihre eigenen Aktien mit blutenden Händen wieder verkaufen. Und dieses Spiel, das wiederholt sich immer wieder. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind derzeit wieder in einer solchen Situation. Die Anzahl von Artikeln, wo ein Bullenmarkt, ein neuer Bullenmarkt angepriesen wird, die häufen sich ganz akut. Man hat das Gefühl, wir sind wieder im Jahr 2021, als würde die Fed die Zinsen nicht anheben, als würde die Bilanzsumme durch die Fed nicht reduziert, als würde weiterhin Liquidität in die Märkte geschüttet, aber all das ist nicht der Fall. Wir haben nicht das Jahr 2021, sondern wir haben 2022 mit einer Wirtschaft, die trotz der scheinbar starken Arbeitsmarktdaten am Freitag doch deutlich abkühlt. Und das bedeutet dann auch für die Aktienmärkte Probleme, wenn eben die Gewinne nicht mehr so sprudeln. Und das haben wir heute etwa bei dem US-Tech-Konzern Nvidia gesehen. Da ist es schlichtweg so, dass die hohe Inflation letztendlich in den Konsum frisst und Nvidia hat heute gesagt, ja, die Leute, die spielen scheinbar weniger Games am Rechner. Warum? Weil diese Games eben Geld kosten und ich kann auf Essen nicht verzichten, aber auf Games kann man verzichten, zumindest diejenigen, die ein bisschen älter sind. Für andere, für die Jugend scheint das ja irgendwie eine Sache zu sein, auf die man nicht verzichten kann. Sei es drum. Wir sehen also heute Gewinnwarnungen eines großen US-Tech-Konzerns. Wir sehen schwache Zahlen von Palantir. Und dennoch sehen wir, zumindest am Anfang des Handels, eine Rallye. Aber diese Rallye ist dann abgeflaut und wir wollen uns jetzt mal das Umfeld anschauen, in dem wir uns eigentlich bewegen. Wir sehen dann zum Beispiel die sogenannten Meme-Stocks wie AMC, die guten alten Bekannten, GameStop, heute zweistellige Gewinne. Ja, es sind großartige Firmen, ich weiß, die sind so großartig, dass sie teilweise sogar in den letzten 20 Jahren mal in einem halben Jahr Geld verdient haben. Jedenfalls sehen wir eben an solchen Dingen, als würden wir letztendlich im Jahr 2021 sein, aber wir sind nicht im Jahr 2021. Und jetzt haben wir eine Fed, die eigentlich klar gemacht hat, das ist uns nicht recht, was da am Aktienmarkt vor allem passiert, denn damit werden die Leute wieder reicher auf dem Papier, damit können sie mehr konsumieren, damit wird das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage größer. Also entweder hat die Fed die Kontrolle verloren oder die Märkte spinnen ein bisschen. Oder beides, ja durchaus möglich, nicht wahr? Dass die Fed spinnt, das wissen wir. Das ist eine Institution, wo noch niemand wirklich Erfahrung in der Privatwirtschaft gemacht hat, aber sie wollen praktisch die Privatwirtschaft lenken. Aber auch die Aktienmärkte sind nicht unbedingt berühmt immer für das beste Timing, für die besten Durchblicke, was die nächsten Wochen und Monate angeht, anders als etwa der Aktienmarkt. Also wir sehen zunächst mal wieder Meme-Stocks weiter nach oben gegangen. Wir sind jetzt zwei Standardabweichungen mit dieser Rallye über der 4-Wochen-Performance. Ich glaube, 3 Wochen ist es jetzt nach oben gegangen und das, obwohl wir sehr heiße Arbeitsmarktdaten gesehen haben, mit den Lohnsteigerungen vor allem, das war das Wichtigste. Und es wird, wie gesagt, schon wieder ein neuer Bullenmarkt ausgerufen und das ist auch jedes Mal passiert in den letzten scharfen Abverkäufen innerhalb von Bärenmärkten. Da haben wir zunächst diesen scharfen Abverkauf, dann haben wir eine Erholung, dann heißt es, guckst du, ist alles wieder gut, der Boden ist da und dann kommt dennoch nochmal eine Phase, wo es nach unten geht und wo in der Regel dann sogar neue Tiefs wieder erreicht werden. Durchaus möglich, dass das jetzt wieder der Fall ist und dass wir dann, wenn wir neue Tiefs erreicht haben, in der Folge sogar wieder neue Allzeithochs erreichen, weil die Fed komplett umkippt. Aber aus meiner Sicht ist dieser Zeitpunkt noch lange nicht gekommen, dass die Fed umkippt. Da muss noch sehr, sehr viel passieren. Die Märkte jedenfalls, so wie Sven Hendrik das beschreibt, sagen sich, gute Nachrichten sind gute Nachrichten, denn dann haben wir keine Rezession. Und schlechte Nachrichten sind auch gute Nachrichten, denn dann wird die Fed letztendlich ja umsteuern müssen. Also man will den Kuchen essen
und ihn gleichzeitig behalten. Das wird nicht gehen. Entweder werden wir eine Rezession haben, dann werden die Gewinne der Unternehmen schwächer werden. Das muss eingepreist werden, auch wenn dann die Fed möglicherweise nicht mehr so aggressiv sein wird. Oder wir haben keine Rezession, dann dürfte die Inflation hoch bleiben und dann muss die Fed weiter die Zinsen anheben. Ich kann mir also sozusagen nicht einfach die Rosinen rauspicken und sagen, naja, für mich eben nur das und den Rest können die anderen essen. Das wird leider nicht funktionieren. Schauen wir uns mal hier die Botschaft etwa der Anleihemärkte an. Die ist komplett anders. Schauen wir etwa mal die Zinskurveninversion zwischen der 2- und der 10-jährigen Anleiherendite an. Da sind wir mit minus 44 Basispunkten ziemlich sportlich dabei. Das ist eine sehr tiefe Invertierung der Zinskurve. Das ist ein hervorragendes Signal für eine Rezession. Also die Anleihemärkte sagen nicht, ja, guckst du auf die Arbeitsmarktdaten, dann werden wir schon keine Rezession bekommen. Das ist nicht der Fall. Dennoch, die Aktienmärkte sehen eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für eine Rezession jetzt und sagen sich, naja, die Fed wird sowieso umsteuern und eine Rezession wird nicht kommen, also wir haben die Stärke der Wirtschaft überschätzt. Nein, das dürfte nicht der Fall sein. Wir sehen eben den Arbeitsmarkt als nachlaufenden Indikator und der Grund, warum wir so starke Arbeitsmarktdaten hatten, war schlichtweg, dass die Leute eben aufgrund der Inflation mehr arbeiten müssen, um sich das alles noch leisten zu können, um sich den Lebensstandard einigermaßen halten zu können. Dementsprechend sollte man das Ganze mit guter Vorsicht hier mal zur Kenntnis nehmen. Einer hat Unrecht, entweder die Aktienmärkte, wie gesagt, oder die Fed. Entweder die Fed kippt um, weil sie umkippen muss, oder die Aktienmärkte haben völlig falsch die Lage eingeschätzt, haben völlig falsch die Fed eingeschätzt. Und ich erinnere mich, ich habe im November schon gesagt, als Jerome Powell nominiert wurde, nochmal durch Joe Biden, und plötzlich nicht mehr gesprochen hat von Inflation Transitory, sondern Inflation unser größtes Problem. Da haben die Märkte auch die Fed nicht ernst genommen und haben gesagt, oh, wir wollen doch weiterspielen, war doch alles so schick hier. Und dann kam das böse Erwachen und jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass man die Fed nicht ernst nimmt. Die Fed aber hat noch nicht fertig, wie Trapattoni sagen würde, sondern die geht noch ein Stück. Und die Märkte meinen aber, die Fed hat schon fertig und müsste jetzt bald umsteuern. Das ist vom Timing her nach meiner Auffassung zu früh. Das wird vielleicht irgendwann kommen, aber erst später, nicht so schnell. Dementsprechend ist diese Rallye aus meiner Sicht ein Stück weit zu weit gefasst, ist eine Fehleinschätzung der Entschlossenheit der US-Notenbank Fed, die es ja gibt und wieder nimmt. Wenn die Geldpolitik lax ist, dann steigen die Kurse und wenn die Geldpolitik rigide ist, dann fallen sie in der Regel. Es gibt dann zwischenzeitlich Gegenbewegungen, aber das ist einfach der große Trend, dass wir eine Rallye gesehen haben, liegt auch am Short Covering, liegt also an einem Short Squeeze. Viele, gerade Hedgefonds, sind deutlich short gegangen und CTAs, das sind private Vermögensverwalter in den USA, die müssen prozyklisch irgendwann mitgehen. Als der S&P gestiegen ist, so ein Niveau etwa 4150, da sind dann Kauforders ausgelöst worden. Das heißt, die können sich eben auch nicht erlauben, gegenüber ihren Investoren zu sagen, ja, das war jetzt eine fette Rallye und du warst mal wieder nicht dabei. Dementsprechend sehen wir Käufe von sogenannten CTAs und wir sehen eben Retail-Käufe, also von Privatinvestoren, und auf der anderen Seite stehen viele Hedgefonds, die sind short, die werden gesqueezed, die sind etwa in so Kryptowerten wie MicroStrategy drin, die haut es jetzt erstmal wieder aus der Kurve, FOMO ist back, die Gier ist wieder da, die anderen sind falsch positioniert, die anderen sind unterpositioniert und so entstehen eben solche Bewegungen, die aber alles andere als ein neuer Bullenmarkt sind. Das sind nach wie vor Bärenmarkt-Rallies, bis das Gegenteil wirklich bewiesen ist. Und der Beweis, der würde noch ziemlich lange auf sich warten lassen. Da müsste schon noch einiges passieren in nächster Zeit. Zumal eben viele jetzt noch in ihren Positionen sitzen. Das gilt für Privatinvestoren, das gilt aber auch für große Vermögensverwalter. Hier sehen wir mal die Positionierung dieser großen Vermögensverwalter. Die ist deutlich höher als etwa auf dem Tiefpunkt des Corona-Crashes. Das heißt, wir haben ja eine scharfe Korrektur gesehen und die hat ein bisschen was von dieser Equity Allocation abgeschnitten, könnte man sagen, aber eben nur ein bisschen. Wir sind nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau, auf dem höchsten Niveau im Grunde des letzten Jahrzehnts, wenn man so will, nicht weit entfernt vom absoluten Top. Diese
Korrektur hat also nicht dafür gesorgt, dass die Leute alle abgedrückt haben und verzweifelt waren und gesagt haben, ich will nie wieder Aktien haben. Das wäre dann ein Zeichen, dass eben der Bärenmarkt vorbei ist. Dem ist offenkundig nicht so. Und wie gesagt, ich hatte vorhin schon Nvidia angesprochen, dieser US-Tech-Konzern, eine Aktie, die auch Nancy Pelosi gerne mal handelt, wenn sie weiß, dass sie da per Gesetzgebung diesem Unternehmen ein bisschen was zuschustern kann. Ein kleiner Scherz beiseite, das macht sie natürlich aufgrund ihres Know-hows an der Börse, gell? Die gute Nancy, ne? Und dann fliegt sie mal nach Taiwan, vielleicht hat sie da auch eine Position eröffnet im Vorfeld, ne? Die sind ja sehr erfolgreich in der Regel, diese Kongressabgeordneten. Jedenfalls sprach Nvidia heute von einem makroökonomischen Gegenwind. Das ist natürlich eine schöne Umschreibung dafür, dass die Wirtschaft ziemlich deutlich abkühlt. Und wie gesagt, das zeigt sich dann gerade im Gaming-Bereich. Da ist letztendlich die Situation so, dass das Geschäft nicht mehr läuft, von dem letztendlich ja auch Nvidia richtig lebt. Und dennoch ist der Nasdaq deutlich gestiegen, obwohl Nvidia praktisch eine heftige Gewinnwarnung rausgegeben hat, beziehungsweise eine Umsatzwarnung. Man hat gesagt, ja, statt 8 Milliarden wären es wohl im zweiten Quartal nur 6,5 Milliarden. 17% hat man hier die Prognose verfehlt und gleichzeitig haben wir eine Rallye im Nasdaq über 1% gesehen. Ich habe heute Morgen gezeigt, dass etwa im Nasdaq Composite der RSI, der relative Stärkeindex, bei 82 ist. Alles über 70 gilt schon als überkauft. Und hier nochmal zu Nvidia. Die Geschichte mit den Konsumenten hatte ich heute Morgen schon mal kurz gezeigt. Consumer Credit deutlich gewachsen. Die Leute finanzieren ihren Lebensstandard auf Pump. Entweder haben sie einen Zweit- oder Drittjob oder sie belasten ihre Kreditkarte weiter. Unten sehen wir die Personal Savings. Die sind jetzt so tief wie seit 2014 nicht mehr. Der ganze Sugar Rush durch Stimulus-Checks, der ist erstmal verbraucht. Und dann haben wir hier noch eben praktisch die Reallöhne, die seit 15 Monaten rückläufig sind, weil die Inflation eben deutlich schneller wächst als die Löhne. Und das kratzt letztendlich am Konsum. Es geht nicht anders und das werden die US-Firmen zu spüren bekommen. Und selbst wenn die Fed dann umsteuert, was hilft das, wenn die Unternehmen weniger Geld verdienen? Hier sehen wir nochmal dieses Gap, diese Lücke zwischen dem Konsum, der gesund ist, und zwischen dem Konsum, der auf Pump funktioniert. Wir sehen, dass die Kreditkartenschulden immer weiter nach oben gehen, weil faktisch der Unterschied zwischen dem, was die Leute sich leisten können, aus eigener Kraft und dem, was sozusagen auf Pump finanziert wird, der wird immer größer. Dementsprechend ist hier eine Riesengefahr, die früher oder später, eher später, aber zumindest nicht sofort, die Fed irgendwann zum Umsteuern zwingen muss. Und wird, aber eben, es ist alles eine Frage des Timings und ich denke, dass die Erwartung jetzt zu weit ins Kraut geschossen ist, dass die Fed ganz bald schon umsteuert und dass sowohl eigentlich die Fed Fund Futures jetzt davon ausgehen, dass wir im September dann nochmal einen 0,75er Zinsschritt sehen werden. Corporate America Version of the Great Stagflation Stories. Die amerikanischen Unternehmen scheinen ja gut dazustehen. Das haben die Berichtsdaten gezeigt. Jetzt aus dem zweiten Quartal. Man hat higher revenues. Man hat höhere Umsätze. Warum? Weil man die Preise angehoben hat. Aber man sieht eben jetzt auch, dass irgendwann Schluss ist beim US-Konsumenten. Die Unternehmen können jetzt nicht einfach weiter die Preise anheben und die Konsumenten gehen mit, weil sie sagen, naja, ist halt teurer. Weil eben die Voraussetzungen nicht mehr da sind, die Sparquote nicht mehr da ist, die Potenziale beim Konsumenten schlichtweg nicht mehr da sind. Das alles erschwert die ganze Geschichte. Und wir sehen auf der anderen Seite etwa Consumer Confidence im Bereich Housing, also Immobilienmarkt, dass wir jetzt den tiefsten Stand seit 11 Jahren haben, über ein Jahrzehnt. Die wenigsten Leute sagen, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein Haus zu kaufen. Und in den USA sind eben viele Hausbesitzer. Die leben praktisch von ihrem Haus, das ist so eine Art Kreditkarte, dieses Haus, das können sie immer wieder beleihen. Und wenn dann irgendwann mal Schwierigkeiten am Immobilienmarkt sind, dann wird es schwierig. Wir sehen, und auch das ist vielleicht so ein bisschen der Grund der Rallye, die Benzinpreise sind ja gefallen in den USA, jetzt seit Wochen im Grunde. Und das wird bei den Leuten, bei den Amerikanern 1:1 übersetzt mit Inflationserwartung. Fällt der Benzinpreis, dann sinken die Inflationserwartungen. Und genau das haben heutige Daten jetzt gezeigt. Der New York Fed Survey, der die Konsumenten nach der Inflationserwartung befragt. Und die ist gesunken. Die vollziehen also das nach, was die Märkte im Grunde jetzt schon am Aktienmarkt gezeigt haben. Wird doch alles gut. Inflation wird peaken und dann wird die Fed umsteuern. Aber wie gesagt, ist ein Timing-Problem. Kommen wir jetzt noch zu anderen Dingen. Taiwan ist hier ein wichtiger Komplex. Heute hat das Außenministerium Chinas klar gesagt, Taiwan ist China.
Dementsprechend sollen sich da alle raushalten und Taiwan, wie gesagt, hat gesagt, 21 chinesische Flugzeuge sind über den Luftraum geflogen. Das wird noch eine lustige, eine schwierige Geschichte. Xi Jinping kann sich das jetzt wohl noch nicht leisten, hier eine Konfrontation zu suchen bis November. Da wird dann erstmal er wahrscheinlich für eine dritte Amtszeit nominiert. Kommen wir jetzt mal nach Europa. Hier sehen wir neue Rekorde bei den One-Year-Forward-Baseload-Power-Prices, also praktisch bei den Strompreisen, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. In Frankreich 543 Euro für die Megawattstunde, in Deutschland 414. Zum Vergleich, der Durchschnitt im Jahrzehnt 2010 bis 2020 war bei 45, also ein Zehntel. Die Preise haben sich verzehnfacht. Und das wiederum wird bedeuten, dass wir in der Eurozone ein völlig anderes Inflationsgeschehen haben werden als wahrscheinlich in den USA, wo die Inflation ein Hochplateau erreicht. Die meisten gehen davon aus, dass sie dann schnell wieder fällt. Das tue ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie weiter steigt, aber sie wird eben nur langsam fallen. Und das ist dann möglicherweise das, was die Fed zwingt, weiterzumachen. In Europa haben wir sowieso eine Notenbank, die komplett jenseits ist. Dementsprechend braucht man da nach bestimmter Expertise gar nicht mehr fragen. Aber was auf uns zukommt, das zeigt hier ein Post. Hier muss eine Nutzerin statt 210 Euro von ihrem lokalen Stromanbieter jetzt 1157 Euro bezahlen. Und das dürfte erst der Anfang sein, dass solche Dinge, solche Schreiben dürften dann viele im Herbst bekommen. Also das wird noch sehr, sehr schwer. Und wenn jetzt zum Beispiel dann dieses 9-Euro-Ticket wegfällt, wenn dann praktisch der Steuernachlass an der Tankstelle wegfällt durch den deutschen Staat, dann haben wir zack wieder 1% mehr Inflation, die Gasumlage 5 Cent pro Kilowattstunde. Und dann haben wir im Oktober möglicherweise zweistellige Inflationsraten hier in Deutschland. Und das gilt dann weitgehend auch für Europa. Und gut, dass wir eine EZB haben, die das Problem natürlich absolut erkennt. Manches erkennen sie. Jetzt hat man sich gesagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen indirekte Staatsfinanzierung. Okay, ganz indirekt, nicht direkt. Nein, das ist ja verboten. Nein, indirekt. Wir haben jetzt dieses wunderbare PEP-Programm, das eigentlich für Corona aufgelegt wurde. Das ist jetzt ein bisschen dauerhafter geworden. Okay? Also Corona kann ja auch noch bis 3721 dauern. Dementsprechend kannst du dieses Programm PEP, ne, das kannst du ja nicht plötzlich dann mal aufhören. Ne? Und jetzt gibt es ja diese Anleihen, die man gekauft hat im Rahmen des PEP. Und irgendwann laufen die aus. Und jetzt hat man von allen Eurozonen-Mitgliederländern ja diese Anleihen gekauft, aber reinvestiert jetzt nur noch in diejenigen, die ein bisschen Probleme haben, nämlich Italien, Frankreich, Griechenland, während man von Deutschland und Holland eben nichts mehr kauft. Also die Gelddruckerei geht weiter, man pumpt wieder Milliarden in die Märkte durch die EZB und das bei absehbar nur zweistelligen Inflationsraten, das kann ja nichts schaden, gell? Und hier nochmal ein genauer Artikel zu dieser Umschichtung, die die EZB großartigerweise derzeit betreibt. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Ja, ist jetzt Zeit, ein Haus zu kaufen. Ne? Ist ja jetzt billig geworden. Ja, wir haben ja teilweise sogar stagnierende Hauspreise gesehen, meine Damen und Herren. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ne, nachdem es ja jedes Jahr zweistellig nach oben gegangen ist, plötzlich steigen die Preise nicht mehr. Die Zinsen, die Bauzinsen sind gefallen. Wer sich dafür interessiert, der kann die zweite Empfehlung sich anschauen. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und ich empfehle mich jetzt für den heutigen Abend. Sag Servus und Ciao.